der LinkedIn-Catch-Up-Call mit Ute Gütschow und Alexander Mühlmann. 10 Experten, je 5 Minuten auf den Punkt. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Gütschow und Alexander Mühlmann. Der LinkedIn-Catch-Up-Call mit Ute Gütschow und Alexander Mühlmann. 10 Experten, je 5 Minuten auf den Punkt. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Gütschow und Alexander Mühlmann. Der LinkedIn-Catch-Up-Call mit Ute Gütschow und Alexander Mühlmann. 10 Experten, je 5 Minuten auf den Punkt. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Gütschow und Alexander Mühlmann. Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde zum 10. Catch-Up-Call. Ist das großartig. Ja, sagt einfach mal im Chat, von wo aus habt ihr zugeschaltet und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch hier in unserer 10. Runde. Wir durften inzwischen 90 Experten auszeichnen und heute knacken wir eine ganz besondere Zahl, oder Ute? Ja, heute haben wir die 100. Also eine ganz besondere Folge auch für uns. Guten Morgen auch von mir, ein herzliches Hallo allen, die zugeschaltet haben. Ja, das Lampenfieber, das geht ja immer noch mit mir her, obwohl wir inzwischen schon so viele tolle Experten bei uns auf der Bühne begrüßen dürfen. Funktioniert die Technik? Ist das Licht richtig eingestellt? Und vor allen Dingen, ja, erreichen uns auch alle Zuschauer. Denn manchmal gibt es also auch hier den einen oder anderen Kniff. Wenn es übrigens jetzt gerade mit deinem Browser nicht funktionieren sollte, am Event teilzunehmen, dann nimm doch einfach mal dein Mobiltelefon in die Hand, dein Tablet oder irgendeine andere Mobilgeräte, die dir vielleicht die Möglichkeit geben, das hier heute zu sehen. Und für alle, die das über LinkedIn nicht schaffen, auf YouTube strahlen wir auch aus. Ja, das ist schon eine ganz, ganz verrückte Zeit, die wir unter uns haben, ja, seit 2022. Und ich bin schon wirklich, wirklich erstaunt, was wir alles geschafft haben, was alles passiert ist, oder Ute? Absolut. Also wenn uns einer gesagt hätte, als wir damals die Premiere gestartet hatten und gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus, ist das was, was die Zuschauer interessieren könnte? Kann das live gehen? Kann das wirklich groß werden oder nicht? Sonst schalten wir es halt einfach wieder ab. Was daraus entstanden ist, ist Wahnsinn und es macht viel, viel Freude. Und ich denke da auch noch an ein Projekt, das sich daraus entwickelt hat. Und das passt ganz wunderbar zu dieser 100. Wir haben ja noch eine andere Premiere, nicht wahr, lieber Alexander? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich, was heute für ein besonderer Tag ist. Denn heute ist Frühlingsanfang, der 20. März, ja, 2024. Und ja, Frühlingsanfang und Frühlingserwachen ist natürlich auch ein ganz, ganz toller Moment, um Folgendes zu tun. Denn es ist uns gelungen, 20 Experten für unser Expertenband, Hashtag Catch-Up-Call, Experten im Scheinwerferlicht und die Geheimnisse erfolgreicher Online-Events, tatsächlich zu verlegen. Und das ist heute als Hardcover-Variante verfügbar. Deine Abkürzung übrigens, die findest du gleich hier unten. Einfach den QR-Code abscannen und gleich bestellen. Und das ist noch nicht alles, denn ich glaube, Ute, wir haben am Samstag und Sonntag auch noch was Tolles vor, oder? Ein Traum geht in Erfüllung. Einmal Leipziger Buchmesse. Das ist so wunderbar. Wir werden mit einigen Autoren, die mitgeschrieben haben, uns live auf der Leipziger Buchmesse mit einem eigenen Stand präsentieren. Und da dann unsere Party weiter feiern, unsere Catch-Up-Call-Party. Ja, ganz genau so ist es, denn unser Verlag, Gedankenkunstverlag, Ratio Books, wird auch vor Ort sein und mit uns gemeinsam die Catch-Up-Call-Buchparty feiern. Ja, und sicherlich könnt ihr an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch im Rahmen einer Signierstunde, den ein oder anderen Experten aus dem Buch vor Ort persönlich kennenlernen. Und ja, Ute und ich werden auch dort sein. Also wir sind von 10 bis 18 Uhr ja, vor Ort und von daher überrascht uns am Stand, kommt auf uns zu und ja,
vielleicht lernen wir uns dann mal persönlich kennen. Genau. So, jetzt müssen wir so langsam schon wieder die Uhr im Auge behalten. Absolut. Bei uns ist ja alles durchterminiert. Das macht ja unser Format aus. Wir wollen keinen aufhalten und vom Tagesgeschäft abhalten. Wir möchten gleich früh von 8 bis 9 Impulsfeuerwerke senden und möchten das Ganze so durchtakten, dass es möglich ist, in einer Stunde 10 Experten auf 5 Minuten auszuzeichnen. Ja, und das ist uns tatsächlich ja schon 9-mal gelungen. Heute das 10. Mal. Und was sollen wir euch länger auf die Folter spannen? Bleibt gespannt. Ja, und füllt den Chat, feuert eure Experten an und hört vor allen Dingen auch die Experten, die ihr noch nicht kennengelernt habt. Und freut euch auf ein Feuerwerk voller Impulse und Expertise beim 10. Catch-up-Call. Und übrigens, die Antworten, wenn ihr Fragen habt und Kommentare habt, die gibt es erst im Anschluss. Die Experten und auch Alexander und ich werden, wenn die Sendung vorbei ist, dann darauf reagieren. Also es ist hier kein Interviewformat, aber ihr könnt trotzdem eure Fragen hier reinstellen und vor allen Dingen Kommentare oder einfach mal applaudieren. Schickt mal die Daumen hoch, die Klatscher, die Herzen. Wenn jemand spricht und euch das gefällt, stellt euch vor, ihr werdet selber hier auf dieser Bühne. Ich glaube auch, dass auch euch würde das motivieren. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Steilvorlage, um mit der ersten Expertin zu starten. Ute, genau. Ich jetzt mal ausblenden und dann ja, fange ich mal an. Ich habe nun das Vergnügen, Ingrid Ulbrich auf unserer Cookbühne zu begrüßen. Eine Meisterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der chinesischen Heilkunst zeigt Ingrid uns heute eine Tür an einen Arbeitsplatz, an dem Wohlbefinden und Produktivität Hand in Hand gehen. Sie beweist uns, wie Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Erfolg zusammenfließen. Liebe Ingrid, die Bühne gehört dir. Stell dir vor, du betrittst dein Büro und du spürst eine unbeschreibliche Energie. Eine Energie, die ausgeht von gesunden, von glücklichen, von motivierten Arbeitnehmern. Das ist keine Utopie. Das könnte reine Realität sein und das mit meinem revolutionären Konzept für das neue betriebliche Gesundheitsmanagement. Hallo zusammen, ich freue mich mit euch, die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten. In einer Welt, die von Hektik und die von auch gesteigertem Druck geprägt ist, haben wir doch meist eins vergessen, meist unsere Gesundheit. Und in einer Zeit, in der wir uns ja wirklich treiben lassen, wäre es doch nicht mehr als wie nötig und erforderlich, dass wir dafür auch etwas tun. Und zwar, wenn ich dir jetzt sage, dass wir durch das Erwecken von Bewusstsein und durch das Erlangen von Wissen nicht über unsere individuelle Gesundheit, wir nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit revolutionieren können. Wie wäre das? Als Expertin mit über 30-jähriger Erfahrung in chinesischer Heilkunde und auch im betrieblichen Gesundheitswesen und betrieblichen Gesundheitsmanagement weiß ich, wie wichtig es ist, eine personalisierte Gesundheitsanalyse mit den Mitarbeitern zu erarbeiten, um auch deren Lebensqualität und auch deren Potenzial überhaupt einmal auch zu spüren, zu ergreifen und zu erfassen. Dieses Wissen, das ermöglicht uns natürlich individuell auf jeden Einzelnen auch einzugehen. Und dafür benötige ich lediglich dein Geburtsdatum. Und dieses Geburtsdatum, das ist genau das, was ich als Analyse sehe, benötige, um die Potenziale jeden Einzelnen auch zu erfassen. Und das ist ungebremste Steigerung der Leistungsqualität und Wohlbefinden der Mitarbeiter. Das ist natürlich ein High-Level, das ist ein Umsatzbooster, also ein High-Level-Energy. So, und besonders in Zeiten von Fachkräftemangel, da ist es ja wirklich auch wichtig, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten, gerade weil bis zum 70. Lebensjahr gearbeitet werden muss. Und ja, da spielen die Gesundheit und Wohlbefinden natürlich eine wesentliche und eine immer zentralere Rolle. Und auch gerade in Zeiten des demografischen Wandels ist es besonders wichtig, auch ältere Mitarbeiter mit einzubeziehen in das betriebliche Gesundheitsmanagement. Denn durch gezielte Maßnahmen können wir ihre Kompetenz und auch
ja, ihre Erfahrung erhalten und gleichzeitig auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Denn durch eine Studie vor 18 Jahren, 2018, genau immer diese 18, dass 18% der Babyboomer, sage ich mal, der Babyboomer nach der Pensionierung beziehungsweise nach der Berentung weiterarbeiten wollen. Und so sind es schon viele Unternehmen, die dieses mit integriert haben und zwar diese Entwicklung auch umgesetzt haben. Und sie berichten natürlich von bemerkenswerten Verbesserungen, gesteigerte Produktivität zum Beispiel, höheres Engagement der Mitarbeiter und ja, eine attraktivere Unternehmenskultur natürlich. Es ist eine Win-Win-Gesellschaft und Situation, gesunde Mitarbeiter und ein florierendes Unternehmen. Es ist so wertvoll, dieses Wissen im Vorfeld schon zu wissen von jedem einzelnen Mitarbeiter, welche Potenziale, welche Stärken, was steckt in ihm drin. Selbstverständlich gibt es verschiedene Charaktere und selbstverständlich verschiedene Menschentypen. Wenn du etwas für deine Gesundheit tun willst, wie viel ist dir deine Gesundheit wert? Wie viel ist es deinem Unternehmen wert? Kannst du es dir leisten? Und kann es sich dein Unternehmen leisten, dass deine Mitarbeiter krank sind? Ich biete dir den ersten Schritt zu tun. Und zwar nimm dir 15 Minuten Zeit für ein kostenfreies persönliches Erstgespräch mit mir und entdecke, welche ungeahnten Möglichkeiten in dir und in deinen Mitarbeitern stecken. Denn du siehst, es sind keine Altersgrenzen gesetzt. Ich bin 75 plus und lasse mir gemeinsam mit meiner exklusiven Methode eine Zukunft schaffen, in der Arbeit nicht nur ein Ort der Pflicht, sondern auch eine der persönlichen Entfaltung und der Gesundheit ist. Ich hoffe, meine Worte haben dich ein wenig inspiriert und deine Gesundheit und die deiner Mitarbeiter in die Hand zu nehmen und auch ernst zu nehmen. Ich freue mich darauf, mit dir diese spannende Reise zu begleiten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wunderbar, ein toller Auftakt. Lieben Dank, Ingrid, und die Herzchen und die Klatscher flogen hier wie verrückt. Auf der Bühne begrüßen wir jetzt Markus Kamps, den Schlafperformer, der dich vom Dornröschenschlaf direkt ins Herz der Produktivität führt. Seine Keynote: Ausgeschlafen zum Umsatzplus oder weiter verpennt durch die Krise. Entdecke, wie das Verständnis deines Chronotyps die Motivation, Kreativität und Leistung in deinem Unternehmen steigern kann. Ein Slot, den du garantiert nicht verschlafen möchtest. Bühne frei für Markus Kamps. Hallo, 80, 43, 31. Ja, was ist das? 80% in Belegschaften sind praktisch mit Schlafbesonderheiten betroffen. 43% haben Müdigkeit und 31% sind so erschöpft, dass ihre Arbeit nicht nachkommt. Wir betreuen Sportler, Führungskräfte, Behörden und auch Unternehmen. Warum? Weil Ausgeschlafenheit die neue Geheimwaffe ist für Performance, Produktivität und auch Umsatz. Bill Gates, Jeff Bezos und auch Ronaldo wissen das. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit deinem Unternehmen? Weißt du, warum das wichtig ist, auch jetzt in der Krise? Wir drehen das mal um. Wir machen mal so ein Praxisthema. Denn der wache Vogel fängt den Wurm und nicht der frühe. Also ich oder du oder sie sind jetzt Schlechtschläfer. Wir wechseln die Rolle. Morgens geht's los. Ich rolle schon nachts zum Rand vom Bette und es ist alles unbequem. Mich drückt's in der Schulter. Ich wache nachts auf um 2.30 Uhr, um 4 Uhr oder um 5 Uhr. Und dann morgens, miep, miep, miep. Oh, der Wecker reißt mich aus dem Schlaf. Und dann liegt natürlich auf dem Nachttischchen das Handy. Und dann mache ich nochmal Snoosen. Miep, miep, miep. Nochmal Snoosen. Und nochmal die Schlummertaste drücken. Und mir ist so kalt. Und jetzt stehe ich auf und ich gucke zum Bett und denke mir, bin ich jetzt schon aufgestanden oder liege ich noch drin? Dann gehe ich warm duschen, weil ich eigentlich schon so friere. Und halb verpennt gehe ich dann zum Büro und fahre mit dem Auto dahin oder laufe praktisch ins Büro. Und unten habe ich noch die Jogginghose, habe mir schnell noch ein Hemd angezogen. Und bis zum Mittagskaffee bin ich dann aber die ganze Zeit müde. Und schon vorher hatte ich das Meeting, es war aber so kurz, weil ich gar nicht mehr kreativ war, konnte ich gar nicht im Meeting richtig was leisten.
Und jetzt am Nachmittag fühle ich mich immer noch so müde. Und deswegen trinke ich 5 Kaffee, 6 Red Bull. Und jetzt bin ich so aufgepusht. Jetzt versuche ich im Grunde genommen, alles zu erledigen. Und jetzt will ich alles anfangen. Und jetzt fange ich 15 Sachen gleichzeitig an. Aber die kriege ich gar nicht fertig. Und weil ich die gar nicht fertig kriege, bin ich abends auch unzufrieden. Und am Abend fahre ich jetzt nach Hause und dann ist es muffelig. Und in der Familie und in der Paarsituation wird es immer krasser. Und weil ich so mies drauf bin, gehe ich auch gar keinen Sport mehr machen. Und wenn ich keinen Sport mehr mache, ja, dann sage ich mir, was muss ich denn jetzt noch kochen? Naja, dann gehe ich noch was Gutes, dann kaufe ich mir vielleicht was. Ja, und dann ist der Tag vorbei und alles ist schlecht gewesen. Oder man macht das im Grunde genommen anders. Ich war vielleicht im Schlafseminar und gehe praktisch hin und habe gelernt, dass mein Chronotyp wichtig ist. Ich weiß jetzt, dass Lerche und Eule anders zu sehen sind. Ich habe mir eine neue Matratze gekauft, die zu mir und meiner Person passt oder zu meiner Frau oder zum Kissen. Und ich habe auch eine unterschiedliche Situation mit dem Schlaf. Nämlich, ich habe jetzt Morgensroutinen und Abendsroutinen, die ich verstanden habe, weil mein Chronotyp Lerche und Eule wichtig ist. Und dann weiß ich auch, dass mein Handy in der Küche liegt. Ich weiß, dass ich ein Gedankentagebuch geschrieben habe und praktisch schon vorher alles reguliert habe, damit die Schlummertaste nicht mehr kommt. Nach dem Aufstehen mache ich eine Bewegungsübung und ich mache Wechselduschen, weil diese kalte Idee einfach gut im Körper ankommt. Und ich frühstücke mittlerweile sogar morgens und ich fühle mich einfach viel, viel fitter. Insgesamt bin ich also viel kreativer, ausgeschlafener und motivierter. Und das nur durch Schlafperformance. Also als Beispiel kann ich jetzt auch viel energiegeladener in den Tag gehen. Und jetzt bin ich zugänglicher, ich bin motivierter, ich habe praktisch ein besseres Gefühl mit den Kollegen. Und wenn ich jetzt auf dem Flur jemanden treffe, dann sage ich, hey du Lerche, bist du schon wach? Und der andere sagt, ja. Und dann sagt er dann zu mir, ich weiß, du Eule, du vielleicht noch nicht. Ich komme mit den Unterlagen später. All das passiert. Und denken Sie dran, 24% weniger Produktivität, wenn ich mich mit Schlafen nicht beschäftige. Wenn das in dieser Zeit von Krisen, von Sondersituationen, von allem, wo Leute in Sorge sind, was wir mit Sicherheit brauchen, ist guten Schlaf. Und Sicherheit ist das, was man sich wirklich auch sehnt. Und deswegen, wir sind für alle da, die praktisch ihren Rhythmus finden wollen. Wir machen Workshops, wir machen Vorträge, wir machen auch kleine Infoveranstaltungen und große Firmen-Events. Wir machen sogar Einzelcoaching bis hin zur Haaranalyse. Wer also seine Performance steigern will und wer den Schlaf in den Mittelpunkt stellen möchte, weil Gesundheit unser Thema ist, der sollte sich praktisch bei uns melden. Mein Name ist Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft. Lebe deinen Schlaf und schlaf dein Leben. Das nennen wir 5 Minuten auf den Punkt. Absolut ausgeschlafen und vielen Dank, lieber Markus Kamps. Wir freuen uns nun auf Bettina Ruloff, eine wahre Künstlerin am Flipchart. Bettina zeigt, wie wirkungsvolle Präsentation aussieht und dein Geschäft nicht nur ankurbelt, sondern regelrecht beflügelt. Mit jeder Präsentation, die nicht zündet, verbrennst du bares Geld. Lass dich überraschen, wie du mit großartigen Präsentationen begeisterst und die Herzen deines Publikums öffnest. Vorhang auf für Bettina Ruloff. Möchtest du als Unternehmer mit deinen Präsentationen und Vorträgen Geld verdienen oder Geld verbrennen? Du hast die Wahl. Ich möchte dir von einer sehr interessanten Studie aus dem letzten Jahr berichten. Und in dieser Studie wurden Meetings, Workshops, Vorträge einfach mal unter die Lupe genommen. Und zwar unter den Gesichtspunkten Kosten und Wirksamkeit. Und bei den Kosten hat man herausgefunden, dass eine Person für ein einstündiges Meeting, ein wöchentliches Meeting, pro Jahr dich als Unternehmer 1.000 Euro kostet. 1.000 Euro. Das mag für den einen viel sein, für den anderen wenig. Aber wir beide wissen, dass Meetings nicht alleine stattfinden. Und wir haben auch nicht nur eine Stunde Meeting pro Woche. Eine weitere Studie und eine Umfrage zum Thema Wirksamkeit hat eine gute Nachricht hervorgebracht. Und die möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar sind 52% von jedem Meeting und Vortrag pure Wertschöpfung. Weißt du, was das heißt?
Da werden Entscheidungen getroffen. Da sind alle Menschen aufmerksam. Da ist richtig was los. Heißt aber auch im Umkehrschluss, 48% sind pure Verschwendung. Pure Verschwendung. Was heißt das jetzt? Was bedeutet Verschwendung für dich als Unternehmer in Präsentationen? Lass uns ein kleines Experiment machen. Stell dir vor, du möchtest deinen Mitarbeitenden einen Vortrag halten von den neuesten Umsatzzahlen. Oder du hast einen ganz wichtigen Kunden vor dir. Ein Kunde, der dein Produkt kaufen möchte, wofür du mal angetreten bist. Du hast dich super vorbereitet. Du hast dir, wow, die Folien sind fertig, meine Rede ist fertig. Du fängst an zu sprechen. Und auf einmal siehst du, dass da unten jemand am Handy spielt. Da unterhalten sich zwei Leute. Da hinten geht jemand raus. Und da ist jemand einfach nur zu höflich, um rauszugehen. Du siehst es und du spürst es. Du hast die Menschen verloren. Und das ist pure Verschwendung. Und zwar Verschwendung von deiner Zeit, von deiner wertvollen Vorbereitungszeit und Verschwendung von den Menschen, die vor dir sitzen, die sich die Zeit genommen haben, dir zuzuhören. Weil in einer Präsentation zählt das Fachwissen, wofür du dich vorbereitet hast, 20%, mehr nicht. 80% macht deine Performance aus, deine Mimik, deine Gestik, dein Charisma, die Worte, die du sprichst, kurzum, die Präsenz, die du vorne hast. Weil wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, das da wollen wir. Wir wollen, dass die Leute an der Stuhlkante sitzen. Wir wollen, dass die Leute sagen, wow, was für ein toller Vortrag. Wie cool ist das denn? Da höre ich die ganze Zeit zu, da ist das Handy vergessen. Und du als Vortragender stehst vorne und denkst dir, wow, die haben mich verstanden. Es ist angekommen, meine Botschaft. Und um das zu erreichen, brauchen wir das Thema Präsentation und Moderation als Kompetenz. Das ist nichts, was man einfach nur aus dem Schulbuch lernt, sondern das ist eine Kompetenz, die Geld verdient und nicht verbrennt. Mein Name ist Bettina Roloff und ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige dabei, von da nach da zu kommen. Mit meinen über 30 Jahren Berufserfahrung in Trainings, Workshops, Moderationen sind genau diese 80% meine Kompetenz. Und ich lade dich ein, lass uns gemeinsam ein Gespräch führen. Lass uns gucken, wie wir dein Unternehmen zum Thema Präsentieren nach vorne bringen können, und zwar in kürzester Zeit, wo du umsetzen kannst. Weil lass uns gemeinsam gucken, wie wir für dich Geld wiederholen und nicht verbrennen. Dankeschön. Ihr seid wunderbar, liebes Publikum. Vielen Dank, Bettina, für deine tolle Rede, denn hier fliegen wirklich ganz viele Klatscher und Herzchen und es sind auch ganz viele im Live. Begrüßen wir nun Thorsten Kreiling. Als Experte für Wirtschaftsmediation entführt er uns in die Welt der Konfliktlösung ohne Gerichtsseele. Konflikte können teuer werden. Thorsten zeigt uns, wie Menschen Konflikte lösungsorientiert angehen können, bevor sie eskalieren. Mit seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung in leitenden Positionen bei DAX-Unternehmen hat er unzählige Brücken gebaut, die Menschen und Meinungen zusammenführen. Bühne frei für Thorsten Kreiling. Unternehmen verbrennen jährlich Millionenbeträge wegen ungelösten Konflikten. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Konflikte in eurem Unternehmen nachhaltig löst, und zwar mit Hilfe von Wirtschaftsmediation. Lasst uns mal ein paar Beispiele anschauen, was typische Konflikte sind. Unternehmen haben sich Silos herausgebildet und Unternehmen behindern sich gegenseitig, anstatt sich zu unterstützen. Transformationsprojekte werden boykottiert, weil man den Status quo beibehalten möchte. Gesellschafter und Geschäftsführer streiten sich erbittert
über die Strategie und die Ausrichtung des Unternehmens oder über die Nachfolge und riskieren damit die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. In der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten streitet man sich erbittert über Vertragsauslegungen, über was ist eigentlich die zu erbringende Leistungen. Und solche Streitigkeiten, die können über lange Zeit, sogar über Jahre gehen, haben einen tiefen Einfluss auf die Geschäftsbeziehungen. Nicht selten kommt es zum Abbruch oder auch sogar solche Fälle landen vor Gericht. Warum gelingt es also Unternehmen nicht, solche Konflikte zu lösen? Dazu müssen wir uns mal mit der Dynamik von Konflikten auseinandersetzen. Was ist eigentlich ein Konflikt? Ein Konflikt ist ein Sachverhalt plus Gefühl. Das heißt, wir als Menschen nehmen Sachverhalte, nehmen Themen unterschiedlich wahr. Wir interpretieren sie anders und wir bewerten sie anders und kommen auch anders ins Handeln. Das hat damit dazu zu tun mit unseren Gefühlen, mit unseren Erfahrungen, mit unserer Sozialisierung. Das spielt sich also komplett auf der Gefühlsebene ab. Und wenn solche unterschiedlichen Wahrnehmungen gewünscht sind und auch akzeptiert werden, dann werden auch Konflikte gelöst. Ist das nicht der Fall, kommt es zu einer Eskalation, zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes. Und Friedrich Glasl hat das sehr schön in seinen 9 Stufen der Eskalation beschrieben, wo es von ersten Verwerfungen über Taten statt Worten hingeht zur Androhung von Gewalt bis hin gemeinsam in den Abgrund. Und der Film Der Rosenkrieg mit Catherine Turner und Michael Douglas zeigt das sehr anschaulich, wie die Protagonisten durch alle diese Phasen der Eskalation gehen. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt dieser Eskalationen die Parteien es nicht mehr schaffen, eigenständig den Konflikt zu lösen, sondern hier ist eine Intervention von außen notwendig. Und eine gute Form der Intervention hier ist die Mediation. Warum? Weil die Mediation echte Chancen da bietet, nachhaltige Lösungen und Win-Win zu erzielen. Einer oder mehrere Moderatoren führen die Konfliktparteien durch einen Prozess. Der Konflikt wird beschrieben, die Interessen werden herausgearbeitet und nicht die Positionen bestätigt, sondern die Interessen. Und dann kommt es dazu, gegenseitiges Verständnis herbeizuführen. Und das ist die Motivation für mich als Mediator, wenn diese Aha-Momente der Konfliktparteien da sind, wo sie sagen, jetzt habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, warum der so agiert. Und jetzt ist auch der Weg dann frei, Lösungen zu generieren. Das sind Lösungen, die zwischen den Konfliktparteien passieren, nicht von außen aufgesetzt werden. Und das ist auch nochmal ein großer Vorteil gegenüber Rechtsstreitigkeiten. In Rechtsstreitigkeiten gibt es kein Win-Win. Hier gibt es nur Verlierer und Gewinner. Weitere Vorteile der Mediation gegenüber Rechtsstreit ist natürlich auch, es geht schneller. Innerhalb von Tagen, Wochen, manchmal Monaten ist ein Konflikt lösbar und das zum Bruchteil der Kosten. Wenn ihr also in eurem Unternehmen keinen Rosenkrieg möchtet, wenn ihr eure Projekte vorwärts bringen möchtet, wenn ihr eure Leute nicht verlieren möchtet, wenn ihr euer Unternehmen zukunftsfähig aufstellen wollt und mit euren Kunden weiterhin gute Geschäfte macht, sprecht mich bitte an. Als erfahrener Mediator mit über 30 Jahren Erfahrung in der Industrie, weiß ich genau, was da draußen abgeht. Und gemeinsam lösen wir eure Konflikte. Es wäre mir eine Ehre, euch dabei zu unterstützen, euer Unternehmen besser aufzustellen. Mein Name ist Thorsten Kreiling. Lasst uns gemeinsam Brücken bauen und Menschen bewegen. Wir begrüßen nun eine Frau, die Licht ins Dunkle bringt und das Schweigen bricht. Astrid Meyer-Krummacker, Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin und Compliance-Expertin mit über 3 Jahrzehnten Erfahrung, ist hier, um das neue Hinweisgeberschutzgesetz zu entschlüsseln. Ein Gesetz, das den Mutigen eine Stimme gibt und den Schlaflosen Sicherheit bringt. Liebe Astrid, die Bühne gehört dir. Hallo, Sie sind Unternehmer mit mehr als 50 Mitarbeitenden? Dann sind Sie direkt vom Hinweisgeberschutzgesetz betroffen. Sie müssen ein Hinweisgebersystem installieren. Gut, das haben Sie jetzt getan. Was jetzt? Es kommt die erste Meldung.
Sie sind erst einmal schockiert. Sie selbst werden beschuldigt, den Einkäufer eines ihrer wichtigsten Kunden bestochen zu haben. Um einen Auftrag zu bekommen. Korruption. Das kann böse ausgehen. Oft auch mit einer Gefängnisstrafe. Sie haben selbst aber gar nicht bestochen. Ist es eine Verwechslung? Wie geht man jetzt damit um? Wie kann man diesen Vorwurf endgültig aus der Welt räumen? Was tun? Ignorieren ist hier ganz schlecht. Der Hinweisgeber kann, wenn Sie nichts tun, er keine Rückmeldung bekommt, noch einmal diese Meldung bei einer Behörde platzieren. Das wollen Sie auf gar keinen Fall. Sie wollen auch nicht, dass dieser Vorwurf bestehen bleibt. Das kann Ihren Ruf beschädigen. Möglicherweise ist auch einer Ihrer Mitarbeitenden korrupt und hat den Einkäufer bestochen. Das muss aufgeklärt werden. Wie auch immer, so eine Meldung muss wirklich ernst genommen werden, muss ordentlich bearbeitet werden. Können Sie das? Kann Ihre beauftragte Person in der Meldestelle das? Was ist denn dafür notwendig für eine ordentliche Prüfung? Wie muss man da vorgehen? Worauf ist zu achten? Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Ist Ihre beauftragte Person gut vorbereitet und kann solche Fälle ordentlich bearbeiten? Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind die wichtigsten bei der Bearbeitung von solchen Fällen? Was braucht man dafür? Sind es die juristischen Kenntnisse? Vielleicht aber auch nur der gesunde Menschenverstand? Oder die Erfahrung? Ideal, wenn Sie über alle diese Kenntnisse verfügen. Das Wichtigste ist aber die Erfahrung im Umgang mit Meldungen, ganz besonders mit kritischen Meldungen. Erfahrung bekommt man durch das Bearbeiten von Meldungen. Schwierig, wenn Sie nur relativ wenig Meldungen bekommen. Viele kleinere Unternehmen bekommen im Durchschnitt vielleicht 2 bis 3 Meldungen im Jahr. Nicht mehr. Wie soll man denn da Erfahrung aufbauen? Dann denken wir mal an die Dokumentation. Wenn die Meldung bearbeitet ist, muss die ordentlich dokumentiert werden. Was muss dokumentiert werden? Was besser nicht? Wie muss dokumentiert werden? Revisionssicher? Was soll das denn jetzt wieder sein? Und vor allem, was, wenn diese Dokumentation bei Gericht vorgelegt werden muss oder vielleicht sogar beschlagnahmt wird? Erinnern wir uns jetzt wieder an den Vorwurf der Korruption. Bei solchen Meldungen, bei solchen Vorwürfen ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Strafverfahren durchgeführt wird. Das wird oft begleitet mit Durchsuchungen von Geschäftsräumen und der Beschlagnahme von Unterlagen. Auch den Unterlagen, die Ihre Meldestelle gesammelt hat, um eine Meldung zu prüfen. Sind Sie darauf vorbereitet? Ist Ihre beauftragte Person darauf vorbereitet? Was wäre denn, wenn Ihre beauftragte Person mit den Hinweisen souverän umgehen kann? Die richtigen Informationen und Unterlagen dokumentiert, auf die richtige Weise dokumentiert und die Dokumentation insgesamt so kompetent erfolgt, dass sie ohne Probleme bei Gericht vorgelegt werden kann. Erfahren Sie von mir Tipps und Tricks für die Bearbeitung von Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. Nutzen Sie das Angebot in meinem Workshop für die rechtssichere und effiziente Bearbeitung von eingehenden Meldungen. Interesse? Kontaktieren Sie mich gern. Ich sende Ihnen gerne weitere Informationen zu. Mein Name ist Astrid Maja Krumenacker. Ich bin Rechtsanwältin und Expertin für Compliance. Ich mache Ihre Mitarbeitenden kompetent, um mit dieser Thematik souverän und professionell umgehen zu können. Übrigens, der nächste Workshop findet bereits am 12.04. statt, danach dann wieder im Mai. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin total begeistert. Alle unsere Experten sind heute auf den Punkt. Unser nächster Sprecher ist Sanierungsexperte und ein Meister der Krisenbewältigung. Andreas Willems richtet den klaren Blick darauf, dass jede Chance, jede Krise auch eine Chance ist. Mit 30 Jahren an Erfahrung in der Insolvenzverwaltung weiß er, wie der insolvenzrechtliche Werkzeugkasten sowohl zur Rettung als auch zur Neuausrichtung eines Unternehmens genutzt werden kann. Lieber Andreas,
Wir sind gespannt auf deine 5 Minuten. Die Insolvenz als Chance und nicht als Risiko. Wie kann ich den insolvenzrechtlichen Werkzeugkasten für eine Neuausrichtung meines Unternehmens nutzen? Warum ist das mein Thema? Die letzten 4 Jahre waren durch besondere Herausforderungen für Sie als Unternehmer geprägt. Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und auch noch die Energiekrise mit explodierenden Einkaufspreisen für Strom, Gas und Öl hat dazu geführt, dass viele Unternehmen neue Verbindlichkeiten aufnehmen mussten und sie mit der Kaufzurückhaltung ihrer Abnehmer zu kämpfen haben. Geschäftsmodelle, die jahrelang funktionierten, sind heute obsolet. Work-Life-Balance, New Work und der Ruf nach weniger Arbeit zu vollem Lohnausgleich tun ein Übriges und stellen sie vor neuen Herausforderungen. Dann noch im Jahr 2021 die Einführung des neuen Starobgesetzes. Hat die Haftungsrisiken der Geschäftsleitung neu geregelt? Ist Ihr Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet und liegt Ihnen keine positive Fortführungsprognose vor? Haften Sie persönlich mit Ihrem Privatvermögen, wenn Sie das Insolvenzverfahren nicht rechtzeitig beantragen? Sie als Unternehmer sind zum Eigenschutz immer mehr gehalten bzw. gezwungen, Ihre Planung regelmäßig durchzuführen. Leider ist das Image des I-Wortes, das Wort Insolvenz in Deutschland eine Katastrophe. Wussten Sie, dass das Insolvenzrecht nicht nur zum Schutz der Gläubiger dient, es soll auch den redlichen Schuldner Gelegenheit gegeben werden, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien, also sein Unternehmen zu sanieren. Es gibt 3 verschiedene Insolvenzverfahren in Deutschland. Das sind die bekannten Starog-, Eigen- oder Schutzschimpfverfahren sowie das klassische Regelinsolvenzverfahren. Aber was sind nunmehr die Werkzeuge des insolvenzrechtlichen Werkzeugkastens? Erstens. Nutzung von Insolvenzgeld und Vorfinanzierung der Nettolöhne. Somit müssen Sie 3 Monate lang keine Lohnzahlung durchführen. Dies bedeutet ein erheblicher Liquiditätszufluss. Im vorläufigen Verfahren müssen Sie keine Steuerzahlung leisten. Wiederum ein Liquiditätszufluss. Sie müssen keine Zahlung an Sozialversicherungsträger für 3 Monate durchführen und es besteht auch kein Risiko der Rückzahlung durch Anfechtung. Also Liquiditätszufluss und Minimierung Ihres persönlichen Risikos. Für einen Zeitraum von maximal 3 Monaten leisten Sie keine Zahlung im Hinblick auf Finanzierung und Leasingraten. Wieder ein Liquiditätszufluss. Weiterhin haben Sie ein Erfüllungs- oder Wahlrecht bzw. ein Kündigungsrecht zu bestehenden Dauerschuldverhältnissen. Hiermit können Sie in Zukunft Ihre Kosten reduzieren, indem Sie Leasingverträge, Mietverträge etc. kündigen können. Es bestehen auch Erleichterungen, um in Arbeitsverhältnisse einzugreifen. Maximal beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate und im Sozialplan ist die Abfindung gedeckelt auf 2,5 Monatsgehälter. Um die insolvenzrechtlichen Werkzeuge nutzen zu können, bedarf es einer rechtzeitigen Entscheidung des Geschäftsführers. Sich mit dem Insolvenzrecht auseinanderzusetzen, wenn Sie bereits zahlungsunfähig sind, weil der Gerichtsvollzieher wöchentlich zu Besuch kommt und auf Ihrem Geschäftskonto schon mehrere Pfändungen vorhanden sind, ist definitiv zu spät. Stellen Sie eine Budget-Ertragsplanung für die nächsten Jahre auf und leiten Sie eine Liquiditätsplanung ab. Sehen Sie in Ihrer Budget- oder in Ihrer Planung Schwierigkeit, sprechen Sie einen erfahrenen Sanierungs- oder Restrukturierungspartner an. Nutzen Sie die insolvenzrechtlichen Werkzeugkasten, um Ihr Unternehmen auf die Nachgegebenheiten anzupassen. Eins steht fest, kommen Sie bitte so schnell wie möglich ins vorausschauende Handeln. Nur dann können Sie die dargestellten Werkzeuge nutzen, um Ihr Unternehmen von großen Teilen der vorhandenen Verbindlichkeiten zu entledigen. Sorgen Sie weiterhin für einen erheblichen Liquiditätszufluss und darüber hinaus einen steuerfreien Gewinn. Ich, Andreas Willems, für einen ersten Austausch jederzeit gerne zur Verfügung. Weiterhin habe ich auf meinem YouTube-Kanal 3 Interviews mit Insolvenzverwaltern zu den verschiedenen Insolvenzverfahren geführt. Schauen Sie gerne mal darauf, dort werden die einzelnen Verfahren noch mehr durchleuchtet.
Danke. Auch das nennen wir 5 Minuten auf den Punkt mit einem absolut wichtigen, existenziellen Thema. Danke, lieber Andreas. Begrüßen wir nun die Edelmetall-Expertin Hale Akaya. Sie entführt uns in die glänzende Welt der Goldanlagen. Mit ihrer Expertise öffnet sie uns die Augen und zeigt, wie es möglich ist, unsere Ersparnisse vor der allgegenwärtigen Inflation zu schützen. Lass dich von Hela begeistern und erfahre in den nächsten 5 Minuten, warum die Investition in Edelmetalle ein strategischer Zug für deinen Vermögensaufbau ist. Vorrang auf für Hela Kaya. Sagt dir diese eine Situation auch was? Das nennt sich Hamsterrad. Irgendwie fühlst du dich gefangen in einem Hamsterrad. Du machst und tust, aber irgendwie klappt das nicht, das Ganze. Es geht 2 Schritte vorwärts, dann wieder 3 Schritte rückwärts. Dann stellst du dir die Frage immer wieder, was mache ich eigentlich falsch? Warum werden die Reichen immer reicher? Warum klappt es bei den anderen und bei mir nicht? Das ist kein Glück. Draußen ein Mittelstand von über 90%, nur vielleicht maximal 10% schaffen es, ein Vermögen aufzubauen. Genau diese Frage hat mich vor 10 Jahren dahin bewegt, wo ich heute stehe. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist der Kernpunkt? Es ist kein Glück, kein Zufall. Es gibt Strategien, die Menschen anders machen. Und genau das möchte ich euch heute vermitteln hier. Und zwar, in den Schulen wird uns beigebracht, wie verdiene ich Geld? Wenn du das machst, verdienst du das. Wenn du studierst, kriegst du so viel Geld. Aber niemand erklärt uns die richtige Investition. Wie investiere ich richtig Geld? Oder wo sollte ich investieren? Nämlich, es gibt genau in diesem Hamsterrad eine Regelung. Das sind 4 Punkte. Diese 4 Punkte hindern Menschen, zahlentechnisch ein Vermögen aufzubauen. Punkt 1, Steuern. Wie heute zahlen wir zu viel Steuern. Wir verdienen Geld, ob selbstständig, Rentner, angestellt, spielt überhaupt keine Rolle. Von diesem Geld, Deutschland Weltmeister, fast Hälfte weg, Steuern. Mit dem Rest versuchen wir, eine gesunde Altersvorsorge aufzubauen. Was machen wir? Wir fangen an zu sparen in Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riester-Anlagen. Der ganze Markt ist voll mit Möglichkeiten. Was passiert aber nun danach? Jetzt müssen wir schon wieder Steuern zahlen. Das heißt, die Investition muss steuerfrei sein. Punkt 2, die Inflation. Es wird alles teurer. Gehalteinkommen bleibt gleich. Und wenn die Investition nicht inflationsgeschützt ist, dann verliert es permanent an Kaufkraft und Wert. Und das ist relativ sinnfrei. Punkt 3, die ganzen Rentensysteme. Ist mittlerweile überall bekannt. Jeder hat die eine einzige Sorge, wie sieht meine Zukunft aus? Was mache ich, wenn ich in Rente gehe? Reicht meine Rente? Und was passiert dann? Rentenbescheid, deutscher Rentenbescheid, rechts oben schwarz fett gedruckt, deine Rente. Was passiert aber jetzt wieder nun? Die Krankenkasse muss man davon noch zahlen und die Steuern. Also die Renten sind auch nicht mehr sicher. Und Punkt 4, was ist überhaupt sicher? Wie kann ich sicher investieren? Was ist Sicherheit? Auf was muss ich achten bei Investitionen? Das ist genau dieser Hamsterrad, wo Menschen hindern, einfach ein gesundes Vermögen aufzubauen. Und da kommen wir um die Ecke, da komme ich um die Ecke mit meinen 10 Jahren Berufserfahrung, mit glücklichen Mandanten. Was machen wir? Wir überprüfen bestehende Anlagen. Ist es rentabel? Mit was muss man rechnen? Oder auf was sollte ich achten? Dann kommen wir mit den Lösungen. Edelmetalle. Warum Edelmetalle? Das war ja unser heutiges Hauptthema. Edelmetalle bieten genau die Lösung für diese 4 Probleme an. Steuerfreiheit nach 12 Monaten Gold, Inflationsschutz, Eigentum, physisch Werterhalt, Wertzuwachs und über die Jahre hinaus kann man das auch, es ist relativ flexibel, auch mit kleineren Beträgen, kann man sich da ein stabiles Vermögen aufbauen oder die bestehenden Ersparnisse schützen. Aber bei den Edelmetallen gibt es natürlich auch sehr viele Punkte, die man beachten sollte. Die bekanntesten Metalle sind zum Beispiel Gold und Silber. Aber wenn wir von Edelmetallen sprechen, gehört Platin und Palladium auch dazu. Die 4 wichtigsten Metalle. Jedes Metall hat eine andere Funktion. Wann sollte ich welches Metall kaufen? Oder wie viel sollte ich investieren in welches Metall? Edelmetalle werfen keine Zinsen ab, aber wie kann ich trotz dessen Rendite erwirtschaften mit den Edelmetallen? Wo sollte ich Edelmetalle lagern? Vielleicht außerhalb der EU-Zone, in der Schweiz, zollfrei Lager. Oder wo sollte ich Edelmetalle kaufen? Wo habe ich am meisten Profit? Mehrwertsteuerfreiheit
oder zu Großhandelspreisen? Wo soll ich die lagern? All diese Fragen können Sie bei mir beantwortet bekommen, nämlich mit einem kostenfreien und unverbindlichen Termin über meinen Online-Kalender. Ich würde mich freuen, diese Informationen euch mitzuteilen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. We make the workflow. Unter diesem Motto zeigt Andreas Niese, Experte für Geschäftsprozessmanagement und Transformation, wie seine Vertical Chains Schnelltransformation starre Strukturen aufbricht und Betriebe florieren lässt. Erfahre, wie du in nur 6 Monaten 60% des Aufwands reduzierst und dabei profitierst. Bühne frei für Andreas Niese. Ute, ganz herzlichen Dank. Ja, wie sieht das denn in Betrieben heute aus? Also wir haben ganz viel aus Transformationserfahrung gelernt. Mein Unternehmen ist Vertical Change und macht Veränderungen ganzheitlich. Und zwar nicht nur fokussiert auf ein Spezialthema, sondern durch den Betrieb dort, wo Potenziale zu finden sind. Und da lade ich auch jedes Unternehmen ein, mal einen Potenzialcheck zu machen. Wir haben einen Fragebogen und legen die Messlatte an, in welchem Bereich des Unternehmens kann denn Profitabilität oder Beweglichkeit erzeugt werden. Wie sieht es in Betrieben aus? Und das ist ja nicht anders als diese Projektliste da oben. Da wird für die Transformation, für die Anpassung auf Krisen Prozesse verlagert, harmonisiert, vielleicht sogar ERP eingeführt. Aber wenn ich all diese Projekte anschaue, dann gibt es ja da kaum eins dabei, das weniger als 3 oder vielleicht sogar 5 Jahre abläuft. Und was ist das Problem dabei? Ja, das Problem dabei ist, wir sehen, wie viele Millionen dabei verbrannt werden. Wir sehen, da werden mal ganz schnell bis zu 200 Mitarbeiter in Projekten gebunden, 30% des Budgets, das ich erwirtschafte aus meiner Wirtschaftskraft, geht für Projekte und für Umgestaltung drauf. Und da kann es mir passieren, dass ich den Betrieb auch zum Stillstand bringe. Das ist super verständlich, dass kluge Unternehmer vor so einer Entscheidung auch zögern und dann vielleicht Projekte gar nicht starten und lieber mit dem Ablauf erst einmal die Auftragslage abarbeiten und versuchen, so lange wie möglich den Status quo zu erhalten. Das machen wir genau anders. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, nicht nur methodisch, sondern auch technisch und haben gelernt, Einfachheit ist alles. Einfachheit bringt Geschwindigkeit und Einfachheit bringt Anpassungsfähigkeit. Worum geht's im Kern bei Ihrem Unternehmen? Es geht auch im Kern darum, was Sie produzieren. Es geht im Kern darum, dass der Ablauf von Beschaffung zum Verkauf möglichst flüssig und möglichst ohne zusätzlichen Eigenaufwand abläuft. Die Wertschöpfung stattfindet. Und so gehen wir genau vor. 1, 2 und 3. Das heißt, wir konzentrieren uns auf diesen Wertstrom und definieren mit Ihnen, ignorieren erstmal alle Hilfstätigkeiten, definieren mit Ihnen, worum geht es wirklich und wie kann man das, was wirklich passiert im Unternehmen, super ausrichten, lean gestalten und dort nur die Informationen bereitstellen oder die Informationen erzeugen und in die Systeme bringen, die benötigt werden, um das Geschäft gut zu machen. Und dann im nächsten Monat bringen wir das produktiv an den Start und verproben das, führen das produktiv zusätzlich zum bisherigen Betrieb aus und schauen, ob das funktioniert. Und weil das so schnell geht, weil wir so in 6 Monaten bis zu 60% aus typischen Betrieben identifizieren und optimieren, kann man das auch sehr leicht wieder anpassen. Das heißt also, wenn diese erste Welle der Anpassung nicht gut funktioniert, schaut man, geht zurück in den Prozess, passt ihn an. Wie machen wir das? Wir legen eine BPM, Business Process Management, Schicht über alle Systeme, ob Physik, ob menschliche Arbeit, Manufaktur oder Systeme im Betrieb und malen die Prozesse, verbinden die Prozesse mit Pfeilen und dann laufen die ab. Also einfacher ging das noch nie. Wir entwickeln keine Software mehr heute, das haben wir hinter uns und optimieren dann diesen Ablauf, wie als ob es im Workshop stattfindet, für den und zwar immer wieder. So bekommen auch Mitarbeiter Veränderungen, sodass das Unternehmen in den
Flussgerät mit den Mitarbeitern so angepasst wird, dass es beweglich wird und dann auch die Prognose gemacht werden kann. Auf diesem Anpassungsweg erreiche ich trotz Krisen in den nächsten 3 oder 5 Jahren super Ergebnisse, denn meine Ergebnisse zahlen ja schon im ersten Jahr oder im zweiten Jahr ein. Und so macht sich auch so ein Transformationsprojekt gut bezahlt. So haben wir zum Beispiel bei einem Papierlager mit 25 Millionen Blatt Papier in 9 Monaten in dem Fall 60% aus dem Prozess geholt durch Automation, durch Weglassen unnötiger Schritte und durch eine Veränderungsfähigkeit, die heute 30% Kapazität mehr bringt. Also ich lade alle Unternehmer ein, die sich das anschauen wollen, die Fast-Forward-Transformation mit Vertical Change zu machen und vor allen Dingen den Potenzialcheck zu beginnen. Ich wünsche Ihnen viel Gewinn. Danke, lieber Andreas. Ein absolut spannendes Thema und wie immer in 5 Minuten auf den Punkt. Alexandra Rutter ist Steuerberaterin und Steuercoach. Profit First, das ist Alexandras Strategie für einen ruhigen Schlaf und ein blühendes Unternehmen. Sie weiß, wie Unternehmer durch einen klaren Fokus auf Profitabilität und ihre finanzielle Gesundheit stärken und den Traum von finanziellen erfolgreichen Unternehmen Wirklichkeit werden lassen. Liebe Alexandra, das sind deine 5 Minuten. Ist dein Unternehmen zu einem schwer kontrollierbaren Geldfresser geworden? Du machst gute Umsätze, bist vielleicht auch stark gewachsen in den letzten Jahren, aber genau in dem Maße, wie die Umsätze gestiegen sind, sind auch deine Ausgaben gestiegen. Du hast das Gefühl, dass das Ganze immer unkontrollierbarer wird. Und ja, die BWA deines Steuerberaters weist vielleicht noch einen Gewinn aus, aber die Zahl, die da ganz unten steht, ist nicht das, was du auf dem Konto hast. Ja, das macht Druck und das macht Stress. Führt zu schlaflosen Nächten, weil du oft nicht weißt, ob du die Liquidität hast, dass du am Monatsende all deine Rechnungen bezahlen kannst, deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Und was macht der Unternehmer dann? Er verlässt sich auf Management bei Kontostand. Wie sieht es aus? Ist wenig Geld auf dem Konto, dann verfällt man meist in den Panikmodus. Rechnungen werden geschrieben, Mahnungen werden geschrieben, auf Teufel komm raus, Umsatz gemacht. Und ist viel Geld auf dem Konto, ja, dann wird man mutig. Es wird investiert und es wird auf Wachstumskurs gegangen. Das funktioniert auch meist ganz gut. Was aber nicht gut funktioniert ist und was oft passiert ist, dass zum Schluss nicht genug bleibt, um dich selbst als Unternehmer zu bezahlen. Was ist, wenn ich dir sage, dass das System Profit First Ruhe in deine Finanzen bringt und dir deine Kontrolle über die Finanzen zurück, dass du dir die zurückeroberst? Profit First ist ein Mehrkontensystem zur Steuerung deiner Liquidität und ganz wichtig, mit dem Fokus, dich selbst zuerst zu bezahlen. Ab sofort verteilst du alle eingehenden Gelder, alle Geldeingänge auf mehrere Konten. Ja? Zuallererst packst du den Gewinn weg. Du packst dein Unternehmergehalt weg, das ist das, das dir deinen Lebensunterhalt sichert. Du packst dir Geld für die Steuern weg, die auch gezahlt werden müssen. Und ein Budget für deine Betriebskosten. Dadurch, dass du diese Dinge zuerst in Sicherheit bringst und vor allem anderen wegpackst, erreichst du, dass du gemessen an dem, was bei dir Geldern reinfließen, dass du für die richtigen Dinge vorsorgst, dass du echte Rücklagen aufbaust. Und ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist der, dass du dadurch dein Unternehmen dir meldet, wenn es sich die Ausgaben, die du ihm zumutest, nicht leisten kann. Jetzt wirst du dich fragen, wenn ich bisher nicht genug Gewinn hatte, warum soll ich es jetzt auf einmal schaffen, dass ich mir Gewinn entnehme? Ja, und hier komme ich ins Spiel. Da empfehle ich dir tatsächlich, hol dir Begleitung bei der Einführung von Profit First, weil ganz entscheidend wichtig und eine Hürde ist die,
am Anfang deine individuelle Ausgangssituation genau zu erfassen. Deine Einnahmensituation, deine Ausgabensituation, deine Cashflow-Situation, um so zu erreichen, dass du die für dich passenden Verteilungsbeträge findest. Ja? Es bringt nichts, die Konten einfach anzulegen, mit empfohlenen Prozentsätzen zu starten, um dann innerhalb kürzester Zeit wieder deine so freudvoll weggepackten Reserven angreifen zu müssen. Das führt einfach zu Frust und ist einfach, Sinn und Zweck ist es, dass du es eben nicht mehr angreifst, dass du echte Rücklagen hast und dass es dir ein wertvolles Steuerungsinstrument wird. Ja, dass es Ruhe und Klarheit bringt für dich und einfach die notwendige Sicherheit gibt. Und was eben auch noch wichtig ist, mit der richtigen Begleitung hast du, also ich als Steuerberaterin, als Business-Mentorin, ich habe das Wissen über die Zahlen, über die Branchen, ja, dass ich einfach mit dem, was sich da zeigt, dich unterstütze und begleite, damit umzugehen. Und so können wir den vielleicht schon etwas schwer manövrierbaren Ozeandampfer wieder dazu bringen, zum wendigen kleinen Boot zu werden. Buch dir gerne ein kostenfreies Analysegespräch bei mir. Dann schauen wir uns an, wie wir dein Unternehmen auf eine ganz stabile finanzielle Basis stellen können. Und ja, deine Finanzen werden es dir danken. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Kommen wir nun zum Abschluss unserer Runde. Wir begrüßen den Fördermittelexperten Andreas Handrick. Wie sich Unternehmen nicht rückzahlbare Lohnkostenzuschüsse sichern können, bereits ab einem Mitarbeiter, wie sie ihre Liquidität erhalten können und sich einen Spielraum für neue Investitionen schaffen, das erfahren wir in den nächsten 5 Minuten. Mach dich bereit für Insider-Einblicke in die Welt der Fördermittel. Lieber Andreas, das ist deine Show. Lieben Dank, Ute. Förderungen, Fördermöglichkeiten, ein großes Thema und ich bin jetzt seit 30 Jahren Unternehmer, selbstständiger Unternehmer und habe mich seit Anfang an begleitet, wie ich den Fördermöglichkeiten für mich selber als Unternehmer nutzen kann und bin jetzt 4 Jahre auf der sehr spannenden Reise, Unternehmen dahingehend zu helfen und auf ein sehr spannendes Thema gekommen, Lohnkostenförderung. Ich habe eine große Zahl mitgebracht, und zwar sind es 65-70% aktuell, die nicht an Förderung abgerufen werden und das Jahr für Jahr. Das heißt, diese Gelder gehen einfach zurück zu den Projektträgern und können nicht mehr abgerufen werden. Das ist verlorenes Geld. Und wenn ich Geld verliere, was einem Unternehmer zusteht, da sträuben sich die Haare bei mir und da ist mein Fokus drauf, euch da draußen, den Unternehmern, die zustehenden Fördergelder zu beschaffen. Die 65-70% wären dann gar nicht so schlimm, wenn es noch eine größere Zahl gäbe. Ich habe jetzt mal eine Zahl mitgebracht. Und zwar sind es 99% da draußen. 99% davon Unternehmer draußen, die nicht darum wissen, dass es das Thema Lohnkostenzuschuss gibt und verschenken Jahr für Jahr mehrere 10.000 Euro. In dem unendlichen Dschungel der Förderwelten und Zuschüsse ist es ja kaum oder ansatzweise möglich, überhaupt Fördermöglichkeiten und Zuschüsse kennenzulernen, geschweige denn entsprechende Richtlinien dazu zu analysieren und zu schauen, ob das für einen passt. Wenn man die Info dann hat, was es für eine Förderung gibt, dann steht man vor der nächsten Hürde, der große Papierkram, Bürokratie. Wir sind in Deutschland Weltmeister dahingehend, mit Papier zu arbeiten. Und spätestens dann verliert ein Unternehmer die Lust und die Laune, überhaupt einen Antrag zu stellen. Und wenn er ihn dann doch gestellt hat, ist es immer noch ungewiss, ob der Antrag, den er gestellt hat, dann durchgeht. Wie schon gesagt, weit weniger als 1% der deutschen Unternehmen nutzen aktuell die Möglichkeit, einen Lohnkostenzuschuss inklusive Lohnnebenkosten, die ja nochmal mit 20-25% zu Buche schlagen, zu nutzen. Und gleichzeitig auch eine Förderung zu einer zusätzlichen Weiterbildungsmaßnahme in der Kombination zu nutzen. Und wenn, dann ist der Inhalt von der Weiterbildungsmaßnahme wiederum so theoretisch und nicht anwendbar oder schlecht, dass es gar keinen Sinn macht, diese Weiterbildung in Anspruch zu nehmen,
nur um eine Förderung zu bekommen. Das heißt, immer die Kombination ist da wichtig, dass diese Weiterbildung mit dem Lohnkostenzuschuss dann einhergeht. Deswegen haben wir eins gemacht, wir sind auf die Suche gegangen und haben uns einen Bildungsträger gesucht, der einen praxistauglichen oder mehrere praxistaugliche Kurse ins Leben ruft. Und zwar so, dass sie von der Praxis für die Praxis gebaut werden. Das heißt, das sind Referenten dann, die in der Praxis, in der Wirtschaft tätig sind und aus der Praxis auch berichten können. Weiterhin ist der Kurs dann auch so aufgebaut, das war die Anforderung, dass die maximale Freiheit gegeben ist, den Kurs auch nachträglich nochmal anzuschauen, zu analysieren, im Nachgang nochmal tiefer einzusteigen in das Thema. Das war der zweite Punkt. Und zu guter Letzt war das Hauptthema der meisten Kunden oder Rundfragen, die wir gestattet hatten, dass diese Informationen auch direkt im Unternehmen anwendbar sind. Und genau so einen Kurs oder solche Kurse haben wir dann bauen lassen von unserem Bildungsträger und stehen in Verbindung mit dem Lohnkostenzuschuss für 12 Monate dann als Beispiel zur Verfügung. Ja, nutzt uns als Experten zur Lohnkostenförderung, zur Bezuschussung. Wir bieten da auch ein Rundum-Sorglos-Paket an, wenn es eine Aussicht auf eine erfolgreiche Lohnkostenförderung gibt. Deswegen nutzt die Möglichkeit, jetzt in den nächsten Wochen einen Termin mit mir oder einem Mitarbeiter von meinem Team wahrzunehmen, um in dem unverbindlichen und kostenfreien Gespräch zu schauen, ob das für euch konkret ein Thema ist, in Frage kommt. Und wenn ja, gehen wir gerne mit euch die gemeinsame Reise und nehmen euch alles, was an Papierkram, Anträge und Formularen betrifft, von der Hand, um euch da Schritt für Schritt zu begleiten. Auch das Thema Quotenerhöhung, es gibt ja die Chance, auch die Quote auf maximal zu stellen, dabei helfen wir ebenfalls. Ich freue mich, euch persönlich oder einer meiner Teammitglieder kennenzulernen. Boah, ist die Stunde schon wieder rum, Ute? Die Stunde ist rum, wir haben ganz leicht überzogen hier, aber es waren alle auf den Punkt und das ist doch so großartig. Und die Beteiligung der Zuschauer ist spitze, auch wie viele überhaupt im Live sind. Ich bin total überwältigt. Absolut. Und vielen Dank auch an dich, lieber Andreas. Das war absolut großartig. Ja, vor dem Catch-up-Call ist nach dem Catch-up-Call. Nein, umgekehrt, oder? Genau, nach dem Catch-up-Call ist vor dem Catch-up-Call. Genau, wenn du auf unseren nächsten Catch-up-Call zu sprechen kommen willst, dann ist es genau so rum. Ja, und alle Schöne bringt der Mai. Am 29.05. sind wir wieder dabei und es haben sich bereits einige Experten bei uns angemeldet, dass sie dabei sein möchten. Und wenn du dir auch ein Ticket sichern möchtest, komm auf Ute oder mich zu und wir finden dafür bestimmt einen freien Platz. Entweder im Mai, vielleicht auch erst im September oder Dezember oder, naja, an dem Tag, an dem wir wieder dem Catch-up-Call machen. Oder ihr lauft uns hier die Bude ein und wollt alle als Experten einen Slot bekommen beim Catch-up-Call, dann schieben wir vielleicht auch noch einen dazwischen. So ist es. Also auch da sind wir durchaus flexibel. Und wer weiß, was alles jetzt noch am Wochenende passiert, wenn wir auch noch unser passendes Buch, Hashtag Catch-up-Call, in Leipzig auf der Buchmesse präsentieren dürfen. Das ganz Spannende an diesem Kapitel ist aber, dass wir nicht nur das Hardcover-Buch dort präsentieren, denn wir haben es auch als E-Book und auch als Taschenbuchformat, ja, und als, ich sag mal, abgespeckte Hardcover-Variante. Und ihr könnt es euch hier unter diesem hier dargestellten Link gerne einmal anschauen. Und vielleicht schlagt ihr auch zu. Und wir haben noch eine kleine Überraschung zum Abschluss, bevor wir uns verabschieden. Oder ich bin gespannt. Alexander, ja? Ja, was haben wir denn für eine Überraschung mitgebracht, Ute? Na, was meinst du, was hältst du denn davon, wenn wir vielleicht eins unserer Bücher verlosen hier in der Sendung? Ja, das ist eine tolle Idee. Und derjenige, der das Buch gerne haben möchte, der Erste, der uns, also mir oder Ute, die Jahreszahl nennt, an dem wir das erste Mal einen Catch-up-Call ausgestrahlt haben, der darf sich dann über die Zusendung eines Buches freuen. Unsere schicke Schmuckvariante natürlich, ne? Ja, selbstverständlich. Also genau. Ohne geht's. Ja, dann, wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir alles in der Kürze machen. Ich denke, wir verabschieden uns jetzt und schicken unsere Zuschauer in einen
tollen Tag mit hoffentlich ganz viel Impulsen und Inspiration. Einen wunderschönen Frühlingsanfang für euch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 10 Experten auf den Punkt. Liebe Grüße, Alexander und Ute. Das war der LinkedIn Catch-up Call mit ausgezeichneten Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Rütschow und Alexander Niggemann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ausgezeichnete Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Das war der LinkedIn Catch-up Call mit ausgezeichneten Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Rütschow und Alexander Niggemann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ausgezeichnete Experten in 5 Minuten auf den Punkt.